Are you listening? Damn. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute mal aus einer ganz anderen Location, ja, hier mitten im Feld, auf dem Land. Mal was ganz, ganz anderes, weil das Wetter jetzt ja immer besser wird. Jetzt gibt es wieder mehr Videos draußen. Und ja, heute soll es eigentlich um ein Thema gehen, wie du deine Ziele, deine Trainingsziele 2017 erreichst. Ja, weil es gibt immer ganz, ganz viele Leute, die, ja, 1. Januar setzen sie sich Vorsätze, ja, 2017 wird mein Jahr, 2017 werde ich das Training bedingungslos durchziehen, ich werde auf die Ernährung achten und was weiß ich noch alles. Ja, und jetzt knapp 3 Monate später, wo stehst du jetzt? Trainierst du immer noch? Ziehst du immer noch die Ernährung durch? Wo ist dein Zwischenstand von den Zielen? Ja, denn wenn du jetzt ins Studio gehst und jemanden fragst, ja, und wie läuft's mit deinem Fortschritt, bist du zufrieden? Dann werden die meisten sagen, nein, ich bin nicht zufrieden, ich bin mit meiner Figur nicht zufrieden, ich bin mit dem Gewicht nicht zufrieden. Und ja, und jetzt mit diesem Video will ich dir quasi 9 Wege zeigen, um mehr Erfolg, mehr aus deiner Trainingsleistung rauszuholen im Jahr 2017. Denn 2017 wird dein Jahr, verdammt nochmal. Also der erste Grund, meiner Meinung nach, ist, dass man hat keine wirklichen Wünsche. Warum willst du denn ins Studio gehen? Ist es, weil du Muskeln aufbauen willst? Ist es, weil du eine Bikini-Figur bekommen willst? Warum willst du ins Studio gehen? Das ist den meisten einfach nicht bewusst. Sie sagen einfach, ich probiere das einfach mal aus, will ins Studio gehen und schau mal, was passiert. Ja? Aber das Problem ist, wenn du keine Wünsche hast, dann hast du gar keinen Grund, warum du das machen solltest. Und die zweite Stufe ist dann eigentlich, Wünsche sind noch lange keine Ziele. Du kannst dir zwar wünschen, ich kann mir jetzt auch wünschen, dass ich jetzt, keine Ahnung, Millionär morgen bin. Oder ich kann mir wünschen, jetzt über Nacht 30 Kilo Muskelmasse zu bekommen. Wird nicht funktionieren. Du brauchst ein Ziel, du brauchst ein konkretes Ziel. Ja? Du musst dir das Ziel setzen, okay, 2017 will ich von 105 Kilo auf 80 Kilo abnehmen. 2017 will ich einen 42er Bizeps-Oberarm haben. 2017 will ich die Fettpölsterchen hier loswerden, um eine gute Bikini-Figur zu bekommen. Ja, das sind Ziele, die messbar sind. Das sind Ziele, wo man sagen kann, okay, ich habe es erreicht, weil man es im Spiegel sieht, oder ich habe es nicht erreicht. Und deswegen braucht ihr immer messbare Ziele. Okay, gut, jetzt haben wir das Ziel festgelegt. Sagen wir mal, unser Ziel ist 15 Kilo Muskeln aufzubauen oder an Gewicht aufzubauen über das Jahr. Das ist eigentlich eh nicht viel, vor allem als Trainingsanfänger jetzt nicht. Und dann geht es dran, die nächste Stufe ist dann quasi, dass man sich kleine Zwischenetappenziele setzt. Ja, das heißt, hey, in 5 Wochen will ich mich zumindest schon mal um 5 Kilo beim Bankdrücken gesteigert haben. Oder in 5 Wochen will ich schon mal 3 Kilo mehr auf die Waage bekommen. Ja, das heißt, man bricht jetzt das große Gesamtziel vom Jahresende auf kleine Teilschritte, auf kleine Zeitschritte, auf kleine Zielschritte herunter. Weil das motiviert dich dann wieder, wenn du siehst, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich habe jetzt schon mal 2,5 Kilo mehr zugenommen, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Ja, das dient auch wieder der Kontrolle. Okay, Freunde, jetzt haben wir uns die Ziele schon mal gesetzt. Und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen den Status quo. Wir müssen sehen, wo wir jetzt sind. Okay, wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt, sagen wir mal, unser Ziel ist es jetzt, 100 Kilo Bankdrücken dieses Jahr zu schaffen. Wo stehen wir jetzt? Wie viel Kilo hast du in der letzten Einheit gedrückt? Waren es 60 Kilo? Okay, dein Ziel ist 100 Kilo bis Ende des Jahres zu schaffen. Und dadurch setzt du dir auch wieder die kleinen Ziele dann, sagen wir 65 Kilo bis in 4 Wochen, was weiß ich. Und dann hast du wieder hier die kleinen Ziele, die du runterbrechen kannst. Und du weißt, wo du stehst. Dann musst du aber ehrlich zu dir sein. Ja, viele legen sich an, die denken, oh, ich bin eh schon so krass beinahe, ich bin eh schon so krass unterwegs. Bist du wahrscheinlich nicht. Du musst einfach ehrlich zu dir sein. Jetzt haben wir die nächste Stufe erreicht. Wir haben jetzt quasi schon aus einem Wunsch ein Ziel gemacht. Das Ziel aus dem Ziel kleine Teilziele gemacht.
Aus den Teilzielen haben wir ja, kleine Kontrollziele gemacht. Und was wir jetzt brauchen, übrigens haben wir auch noch den Status quo ermittelt. Wir wissen, wo wir jetzt stehen, wo wir hinwollen. Und jetzt brauchen wir, wie so oft im Leben, brauchen wir jetzt einen Plan. Hey, wie kommen wir dahin? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Wie stelle ich es am besten an, am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, besser gesagt, 100 Kilo Bankdrücken zu schaffen? Oder Bikini-Figur zu erreichen? Oder. Und jetzt beginnt die Phase, wo wir uns selber, ja, informieren sollten. Wir sollten uns darüber informieren, wie das alles funktioniert. Natürlich muss jetzt nicht jeder Sportwissenschaftler werden oder, ja, Wissenschaftler werden. Aber man sollte schon ein bisschen Grundverständnis haben, wie die Materie funktioniert. Man sollte sich jetzt Informationen holen. Hey, wie funktioniert das mit dem Muskelaufbau, ganz grob gesagt? Wie funktioniert das mit der Kalorienaufnahme? Wie funktioniert das mit den Gewichten steigern? Und da müsst ihr es jetzt gute Quellen suchen, wo ihr die Informationen ziehen könnt. Das können natürlich meine Videos sein, aber es können auch von ganz woanders Quellen sein. Ja, wenn ihr irgendeine wenn ihr irgendwo eine coole Webseite seht, die wirklich guten Informationen bietet, ja, dann nehmt es daher. Wenn ihr findet, meine Videos sind informationsreich, dann zieht die Informationen aus meinen Videos. Scheißegal, aber ihr müsst euch ein bisschen informieren, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und dann müsst ihr euch einen Plan. Es führen viele Wege nach Rom. Es gibt nicht den einen perfekten Trainingsplan. Aber ihr müsst dann schauen, hey, welche Trainingspläne stehen denn theoretisch für mich zur Verfügung? Und welchen nehme ich denn jetzt? Ja, kommen wir auch schon zur nächsten Stufe. Habt jetzt den Plan und jetzt müsst ihr aus einem der Pläne auswählen und diesen dann durchziehen. Ja, dann zieht den einfach mal, sagen wir, jetzt haben wir einen Trainingsplan gefunden und den ziehen wir jetzt einfach mal wie 8 Wochen durch und schauen wir mal, was da rauskommt. Dann schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Ja, es bringt nichts, nach einer Woche schon wieder zu switchen. Ah, der gefällt mir nicht, ah, das Problem ist das, 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 das. Das funktioniert dann nicht. Man braucht Konstanz im Training und auch im Leben. Konstanz im Leben. Überall braucht man sowas. Und ja, das sind im Prinzip die Schritte, um mehr Erfolg und mehr aus deinem Training 2017 rauszuholen. Ich weiß, das sind jetzt keine, ich bin jetzt kein Guru, das waren jetzt keine Neuigkeiten, keine Weisheiten. Aber ich sehe es einfach, wie das immer oft so viele Leute sich beschweren, dass nichts weitergeht. Und im Prinzip ist es dann so, dass sie einfach diese Schritte oder diese Stufen ignorieren. Sie haben A, keinen wirklichen Wunsch, warum etwas zu verändern. B, kein Ziel. C, kein Plan und dann funktioniert es einfach nicht. Also wie gesagt, das waren meine Tipps an euch um 2017, dass da wirklich was vorangeht im Fitness, dass da wirklich, oder vielleicht auch im Leben, du kannst es ja auch für alle Lebensbereiche übertragen. Ich hoffe mir für dich, dass du es 2017 schaffst, dass du dein Ziel erreichst, dass du deine Träume und Wünsche ausführst und ich wünsche mir natürlich auch, dass du dem Video einen Daumen nach oben gibst, dass du das Video teilst mit deinen Freunden, ja. Denn es ist doch cool, wenn man gemeinsam die Reise mit Freunden betreten kann, wenn man gemeinsam etwas erreichen kann. Und deshalb wünsche ich dir jetzt noch viel, viel Spaß beim Training. Ich bin raus. Ciao. Okay, jetzt haben wir das Ziel fest. Jetzt haben wir mal unser Ziel. Unser Ziel ist 15 Kilo, ja, Muskeln aufzubauen.